Leider gibt es unter uns ja nicht nur Prachtkerle à la Magic Mike, sondern auch total gehirnamputierte Kacknelken. Titten bleibt drin. Ist euch mal aufgefallen, wie viele Vollpfosten da draußen rumlaufen? Weißt du, eigentlich willst du einfach nur jemanden, der cool und smooth ist und vielleicht dazu noch ein ganz bisschen gut aussieht. Aber alles, was dich ständig angräbt, ist... Jo, genau. Ein Lappen. Dreckiger Spasti-Lappen. Lass mich die mal ganz kurz kategorisieren. Nummer 1, der Prahler. Das ist die Kackstelze, die den ganzen Tag mit materiellen Dingen oder seinem prahlt. Leider aber essentiell im Gehirn nur aus Luft besteht. Sind wir mal ehrlich, eigentlich jeder, der mit einem riesen Schwingeling prahlt, entpuppt sich doch ehrlich gesagt immer als... Hallo, Bibi! Fuck you. Die beleidigte Leberwurst. Das, liebe Freunde, ist mein Lieblingsspacko. Der ist leider überall vermehrt anzutreffen. Ich zeig euch das mal ganz kurz, was ich meine. Ey, du! Du bist voll hübsch, ja? Danke, ich muss aber jetzt direkt weiter. Was bist du für eine eingebildete Alter? So geil bist du gar nicht. Ich fand dich gar nicht geil. Das sind nämlich die bildungsresistenten Intelligenzallergiker, die dir bei Abweisung direkt mal so ein paar krasse Lines droppen. Und meistens... Und meistens sind das dann auch noch... Sind das dann auch noch die Typen, die optisch komplett reingeschissen haben? Ich feiere dieses Selbstvertrauen immer wieder und das Einzige, was mir das wohl bringt, sind diese ultimativen Lachkicks über euch Lappen, Mann. Der Kontaktabbrecher. Das ist das Blockflötengesicht, das sich nach einiger Zeit nicht mehr traut, sich bei dir zu melden, obwohl ihr eine wundervolle Zeit zusammen hattet. Wenn man keinen Bock mehr hat, dann kann man das auch ganz locker für lockig sagen. Meine Wurst ist zu groß, ich habe keinen Bock mehr, mich mit dir zu treffen. So. Ne, sowas könnte man sagen, aber nein, die schreiben aus dem Nichts einfach nicht mehr. Was sind das für Lappen? Außerdem werden da noch die Klärwerkabschmecker, die sich den heiligen St. Joachim mit dir schreiben. Und sobald die sich mit dir treffen, haben die ihr Handy die ganze Zeit in der Hand, anstatt sich mit dir zu unterhalten. Du siehst bestimmt schöner aus, wenn du brennst. Nein, Spaß. Ein paar von Korn tut es auch, ne? Wie könnte ich sie vergessen? Die Dünnstrahlpisser, die einfach nur ihre Nudeln in dir versenken wollen. Allerspätestens sollten bei dir die Alarmglocken klingeln, sobald du Folgendes hörst. Momentan will ich mich nicht binden. Ich bin nicht auf der Suche. Was suchst du? Lass mal Film gucken. Sag mal, magst du eigentlich Wurst? Brot? Darf ich dann auch nur noch einen Tipp für dich? Lauf einfach nur! Weil ich es natürlich nicht vergesse, grüße ich von ganzem Herzen die liebe Jessie B. von Snapchat. Hallo? Ich einen dicken Knutsch. Und auch natürlich an alle anderen, die mitgemacht haben. Dankeschön! Und adios!